Jetzt gibt's etwas Besonderes und zwar ziehen wir uns hier etwas Umfangreiches rein, meine Freunde. Und zwar haben wir das Glück, Tornados zu sehen. Tornado-Serie mit Ron und Revi ansehen. Super, Leute. Wir schauen uns jetzt die Tornado-Serie an, die wir gemacht haben. Und zwar das Format Hausparty-Folge Hausparty X. Da haben Ron und ich uns einen reingetrunken. Das darf ich auch hochladen, das Ganze. Wichtig ist hier nochmal, dass ihr ganz kurz versteht, dass natürlich Alkoholkonsum nur in Maßen, ja, und damit meine ich nicht das Gefäß, sondern in wirklich kleinen Dosen bitte passieren soll. Ihr solltet nicht zu viel trinken. Ihr solltet nicht zu viel saufen, weil das ist nicht gut für euer Gehirn. Nehmt euch kein Beispiel, nehmt keine Drogen. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem, was wir uns jetzt hier reinziehen. Viel Spaß dabei. Ich sagte viel Spaß dabei, Mann. Achtung, der übermäßige Konsum von Alkohol kann die physische und psychische Gesundheit gefährden. Protagonistinnen werden zu keinem Zeitpunkt der Party zum Trinken zum Alkohol gezwungen. Es handelt sich um ein Experiment unter Beobachtung. So und nicht anders. Trinkt nicht zu viel, Kids. Wichtig und richtig. Und danach haben wir dringend abgeraten. Wasser und Essen standen immer ausreichend zur Verfügung. Bla bla bla. Das ist genau mein Ding und ich freue mich einfach auf das Erlebnis. Das kann ich als eine große, perfekte Party bezeichnen. Ich freue mich einfach drauf und ja, mehr braucht es eigentlich gar nicht. Perfekt. Herzlich willkommen zu Hausparty X, wer hat den besten Vibe? Das hier ist ein unfassbar transparentes, soziales Experiment, das es in dieser Form noch nie gab. Ich bin Jonas und gemeinsam mit 14 Influencerinnen und Influencern feiere ich hier in Italien 10 Stunden lang die verrückteste Hausparty unseres Lebens. Und also ich sag's euch, da waren sehr viele Leute sehr betrunken. Dabei wird alles von Kamerateams begleitet. Wir wollen einen komplett offenen Einblick in den relevantesten Teil von Jugendkultur bieten. Partys. Dabei wird exzessives Feiern ungefiltert und mit allen Euphoriemomenten, aber auch allen möglichen Gefahren beobachtet und gezeigt. Wir werden dabei vor allem auch die Wirkung von Alkohol so ehrlich wie möglich reflektieren. Es gibt feste Regeln und am wichtigsten ist uns ein respektvoller Umgang unter allen. Ich bin sehr gespannt, was alles in den folgenden 10 Stunden passieren wird. Shaden, Shaden Rogue. Revi, Revinzeit. Ron, Ron Bilecki. Selena, Never Baby. Adi, Adi's World. Dima, It's Dima. Andrea Supotik. Jamu TV. Levin. Lisa Küppers. Estefania. Nathan Goldblatt. Robert White. Theo. So ein Süßi. Gutes Intro, gutes Intro. Sehr stark. Oh wow, danke schön. Nice. Was heißt das jetzt genau? Okay. Mal gucken. Einladung, okay. Ey, da steht mein Name drauf. Hey Lisa. Du wurdest eingeladen zur Hausparty X. Wer hat den besten Vibe? Ah, wie geil. Cool, dass du dabei bist. Nice. Krasse Kamera auf jeden Fall, krasse Produktion. Das klingt auf jeden Fall nach einer nächsten sehr, sehr guten Hausparty. Da steht nichts drin. Da steht nichts drin. Soll ich mir den Satz merken, oder was? Das war cringe. Wenn ich cringe, trinke, Digga. Bin ich extrem ehrlich und dann könnte ich schon mal irgendwie ein böses Wort raushauen. Es ist gar nicht so cool, auf Partys betrunken zu sein. Ich kann auch ohne Alkohol lustig sein. Stimmt nicht. Mein Ziel auf der Party ist es, nicht die Kontrolle zu verlieren. Ich glaube, das wird eine große Herausforderung, weil wenn ich drüber bin, dann bin ich richtig unangenehm und werden mich alle rausbringen. In der Regel habe ich mir auch... Also Chad, ich sag's euch, wie es ist. Meine Idee des Ganzen war, dass ich als Erster rausfliege. Ich wollte das sehr, sehr wichtig. Ich habe mal so ein Ziel gesetzt, ich möchte speifrei sein. Und ich hoffe, das endet nicht zu böse. Ich habe mich entschlossen, ich werde kein Tornado machen. Ich kann es einfach nicht, ich habe es zweimal versucht, es geht nicht. Wenn mich Ron, ich will nicht, ich möchte nicht. Das wird nicht passieren. Digga. Lass meine Hand los. Kein Fall. Ja dann. Erstmal herzlich willkommen zu Hausparty X. Wer hat den besten Vibe? Ihr habt an der Stelle... Guckt euch Ron Bilecki an, Alter. Wahnsinnig richtig gemacht. Generell in eurem Leben, dass ihr heute hier seid. Besser geht's ja eigentlich nicht. Dann standen wir da und ich habe mich ein bisschen awkward gefühlt. Aber ich habe mich gleichzeitig auch gefreut. Also ich war schon hyped. Wir werden jede Stunde zusammen feiern, Events gemeinsam veranstalten, Spiele spielen. Tatsächlich ist es dann aber so, dass am Ende der Zeit eine Person rausgevotet wird. Und zwar die Person,
mit der ihr am wenigsten vibet. Ich wollte als erster rausfliegen. Ihr zückt dann an der Stelle mal euer Smartphone, stimmt ab. Ich habe mein Leben wirklich verkackt, dass ich dabei gewesen bin. Ey, mit dem vibe ich irgendwie nicht so. Macht das Ganze anonym, gebt eine Stimme ab und die Person muss dann die Party leider verlassen. Jonas als Host hat da wirklich echt ganze Arbeit geleistet und wirklich sich in bester Manier gezeigt und alles gegeben. Eine 2 von 10. Genau. Das Ganze ist natürlich so, wir feiern nicht einfach so, sondern tatsächlich für den guten Zweck. Ne? Wie soll es auch anders sein? Denn die Person, mit der am Ende alle am meisten viben, die darf 10.000 Euro für einen guten Zweck spenden. Und ich finde, das ist nochmal ein Applaus wert. Richtig und richtig. Ich war sehr motiviert, richtig reinzustarten. Ich war auf jeden Fall hyped, also ich hatte auf jeden Fall richtig Bock ab. Jetzt noch 2 letzte Regeln, dann kannst du auch schon losgehen, dann gibt's endlich Alkohol, dann gibt's endlich gute Stimmung. Es gibt drinnen einen Requisitenraum, Kostümraum, ihr könnt da jederzeit hinlaufen. Das, was wir vermitteln wollen, Alkohol ist gute Stimmung, Jonas. Denk mal kurz über dein Wortschatz. Es geht aber natürlich auch ohne Alkohol. Zum Beispiel Nathan hat sich dazu entschieden, heute nicht zu trinken. Mein Ziel ist auf der Party jetzt hauptsächlich zu zeigen, eigentlich, dass man auch ohne Alkohol Spaß haben kann auf einer Party so. Weil ich glaube, ich bin der Einzige, der so nichts trinken wird. Noch eine Sache, wir sind grundsätzlich immer gemeinsam, teilweise irgendwie auf 2 Stationen aufgeteilt. Das Ding ist, ihr könnt aber zu 2, zu dritt, wenn ihr euch mal einen neuen... Habt ihr schon wieder vergessen, wer das ist? Ja, Mann, Digga, es liegt daran, dass du ein Alkoholproblem hast. Einen Drink holen wollt oder irgendwie machen wollt, was auch immer ihr machen wollt, dann könnt ihr auch mal einen Augenblick verschwinden. Das gehört, die Kameras, ne? Ja. Kommen aber natürlich Minuten. Mit. Die allerletzte Sache. Ekelhaft, wirklich. Ich möchte nicht mehr. Dann kommt ihr zu mir. Ich werde dann unfassbar traurig sein, weil ich meine, wir haben uns hier schon ein kleines bisschen Mühe gegeben. Aber wenn ihr sagt, ich würde gerne die Party verlassen, dann könnt ihr das natürlich. Das werde ich also auf jeden Fall machen. Perfekt. Sehr, sehr gut. Ansonsten starten wir jetzt mit einem unfassbar angenehmen Moment, den wir uns natürlich überlegt haben. Und zwar wird ihr... Nein! Stopp. Und zwar nacheinander. Schon nüchtern alle die Tiere. Perfekt. Die Atmosphäre am Anfang war tatsächlich ziemlich gut. Alle hatten richtig Bock. Na, das stimmt überhaupt nicht. Ich hab's gehasst. Jeder hatte richtig Bock zu saufen, zu feiern, eben Spaß zu haben. Ihr werdet gleich alle mal diesen Shot trinken. Dann werdet ihr euren Namen sagen, euer Alter und warum ihr euch auf heute freut. Mein Name ist Jonas, ich bin 25 Jahre alt und ich freue mich auf euch alle. Danke, dass ihr am Start seid. Es wird eine tolle Hausparty. Perfekt. Okay. Dieses Vorstellen, das war für mich so, oh, ich mag das gar nicht so. Digga, so fucking cringe. Warum ist Inscope nicht dabei? Inscope war zu dem Dreh leider schon besoffen. Reingeworfen wird und quasi so ganz kurz so im Mittelpunkt sofort ist. Auf Partys, ich weiß nicht, ist nicht so meins oder so. So, okay, sag ich jetzt was Lustiges? Stell ich mich einfach vor. So. Hi, ich bin Dima. Ich bin 23, mach alles Mögliche mit Social Media. Und meine allererste Party müsste mit 16 gewesen sein. Wir haben meistens immer in kleineren Gruppen gefeiert, das ist mir auch persönlich lieber. Irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich so meine 5 Leute habe und dann man zu Hause irgendwas macht, ist mega nice. Aber auch Partys mit vielen Leuten können ganz gut sein. Es kommt immer auf die Leute an, die mit mir sind. Also ich glaube, wenn man... Ist das Pfeffi oder Alk? Ich glaube, es war Pfeffi. Friends jetzt mehr feiern wollen, dann gehe ich halt. Warum bist du dabei? Ich wollte einfach einen Vlog mit Ron machen. Mit so. Dann mit am Start. Aber sonst, ich glaube, ich würde sagen, schon einmal normal. Jamus, Muslim, genau, er hat deshalb nicht getrunken. Ich hasse es, es war gut, dass wir nicht noch irgendwie sagen müssen, was wir machen oder was unsere Hobbys sind. Deswegen alter Name habe ich gerade noch so hingekriegt. Es ist überhaupt kein Waldmeister. Doch. Das Nein, das Luft ist egal. Ich bin Lisa, ich bin 22 und wahrscheinlich bin ich hier nach schon betrunken. Hi, ich bin Lisa Kippers. Ich bin 22 Jahre alt und ich bin Schauspielerin und Influencerin. Ja, Influencerin, ne? Also meine Partypersönlichkeit würde ich erstmal als zwiegespalten bezeichnen. Und entweder dann super happy und gut drauf oder super sad. Ja, ich hoffe, dass es diesmal super happy wird. Ich glaube, ich habe mir noch nie eine Regel für eine Party gesetzt. Ibo pro Faxe. Wo ist Sandra? Es gab nicht genug Alkohol für Sandra und Ron Bielecki auf einer Party gleichzeitig. Warum auch? Es war für mich so eine neue Erfahrung einfach so, weil einfach so jeder getrunken hat und ich war der Einzige, der nicht trinkt so. Ja, ich bin Jamo, 22 und das ist dein Leben, Bano. Mein Ziel ist heute, obwohl ich keinen Alkohol trinke, irgendwie der Verrückteste zu sein. So, ich bin schon betrunken, alles gut. Ich wohne noch in Hannover und mache nebenbei einfach Social Media, Instagram, TikTok, YouTube. Ich mache sogar Musik, also irgendwie mache ich alles. Die allererste Party, da war ich glaube ich recht jung, da war ich so 14 oder 15 oder so. Das war so eine Hausparty oder so. Digga, what the fuck? Dieses Bild ist es ja mal. Was ganz Neues so irgendwie für mich so. Laute Musik. Mit meiner Hand gewichst. Da gab es schon für die meisten ja, so Alkohol, was mich sehr schockiert hat. Kenn das ja eigentlich nicht so. Ich war 14 so. Ich dachte mir, was nehmen die da zu sich so? Und ich trinke halt nicht so. Deswegen war das so noch komischer für mich. Aber ja, so war schon ganz lustig eigentlich so. Prost. Ich bin Robert White, ich bin 18 Jahre alt
bin, glaube ich, auch hier der Jüngste. Ich bin Social Media Star, glaube ich. Habe über 1 Million Follower auf TikTok. Ich bin Social Media Star. Ja, genau. Social Media Star. Ja. Yeah. Und 300.000 auf Instagram. Ja, 300.000 und da bist du ein Star, ne? Meine erste richtige Party war so, da war ich glaube ich 14. Da habe ich auch meinen ersten Abschluss gehabt. Da habe ich das erste Mal richtig Alkohol getrunken. Das war so eine Homeparty. Und da habe ich auch später aufs Bett gekotzt. Und ich war dann auch so müde, habe mich auf die Kotze raufgelegt. Und ich bin zuerst Profi, ich bin Global. Und dann am Ende mussten mich die anderen duschen. Das war sehr peinlich. Ich bin Nathan, ich bin 22. Und ich mache Social Media hauptberuflich, beziehungsweise mittlerweile auch eine Menge Schauspiel. Meine erste richtige Party, was weiß ich, wann meine erste richtige Party war. Meine erste richtige Party, da war ich wahrscheinlich so, oh doch, ich weiß es. Aber da war noch nicht Alkohol und so, da haben wir uns mit Energy Drinks bekippt, da waren wir die ganz harten Boys. Und da war ich so, 12, 13, 13, sowas muss es gewesen sein. Und dann perfekt. Schön Übernachtungsparty mit den Jungs und die ganze Nacht gezockt. Filmepartys sind toll. Okay, aber wer? Also nicht wer auf der Party war, sondern wer tatsächlich danach gefragt hat, gerade an der Stelle. Wo man eigentlich nur trinkt und Filme schaut und dann rummacht. Rummacht, ja, ja. Übernachtungspartys mit den Jungs, genau. Ja. Erstmal, Leute. Ich hab dann gesagt, yo, ich bin Sheldon Rogue. Ich bin immer noch 18. Momentan tauche ich relativ viel in der ganzen YouTube-Szene auf und mache das Schauspielerin Sprung. Ist und sie, genau. Und deswegen bin ich heute auch hier. Ich glaube, ich passe hier ganz gut rein. Meine erste richtige Party. Ey, Shaden kennt man aus Film. Schwierige Sache. Und dann habe ich auch erstmal Pause gemacht. Prost, ne? Ich bin Adi. Ich bin 20 und ich hasse Waldmeister. Eigentlich heißt sie Adriana, aber ich finde Adi irgendwie cooler, ist knackiger. Ich bin 20 Jahre alt, ich bin Content Creator auf YouTube, Instagram und TikTok. Gut, dass du nochmal gesagt hast, wo. Was für ein Film? Einer der größeren Filme von Shaden Rock ist zum Beispiel Der Ritt auf dem trojanischen Pferd. Super. Okay. Ich bin Selina, bin 20 und es wird heute einfach nur noch perfekt. Stößchen. Purple Dreams, warum? Ich bin 20 Jahre was alt, soll das? Komme aus Berlin und mache da so ein paar Sachen auf Instagram einfach. Toll. Also ich würde schon sagen, dass ich eine coole Partymaus bin. Nee. Also wenn die Stimmung da ist, gute Musik ist und einfach deine Freunde und so, dann passt das glaube ich schon. Prost. Das ist richtig eklig. Ich bin Andrea. Ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus Berlin. Ich bin Content Creator und Studentin. Ich habe Lust mit Leuten zu quatschen, die kennenzulernen. Und ich tanze sehr gerne. Ich wollte einfach nur nach Hause. Und warum alle so jung? Ja, ja, das ist die Frage. Bei allem, egal was man sagt. Ich finde es einfach lustig. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Prost. Ich bin Estefania Elisa. Das ist das letzte Format, neue Streamgäste zu finden. Und genau. Ich mache TikTok und Instagram. Also das erste Mal richtig Alkohol getrunken habe ich mit, ich denke, 16. Und es war ein kleines Ticken zu viel. Ja, ich konnte mich irgendwie an einem Teil des Abends nicht mehr erinnern. Bis heute keine Ahnung, was passiert ist. Perfekt. Ja, auf eine kleine Hausparty, würde ich sagen, ne? Sie war so entspannt, sie war so korrekt drauf, no joke. Prost. Immer so laut gelacht. Ich bin Levin, bin 19 Jahre alt. In meiner Freizeit mache ich Social Media und Musik. Das heißt, ich mache Comedy-Content auf Social Media, ich spiele meine Mutter. Was ist deine Mutter für ein Spiel? Mein Bruder, meine Schwester. Ach so, okay. Und spiele auch noch in der Band Schlagzeug, aber ich singe und rap auch. Eine gute Party macht für mich die richtigen Leute, gute Musik und genug Alkohol aus. Sich selber vorstellen ist sowohl in der 6. Klasse unangenehm als auch in der 12. als beim Job. Ich höre Theo so ein korrekter Boy. Ich mag den Jungen so sehr, so gerne. Als auch bei so einem Format hier. Ich bin Theo. Ein gemeinsames, okay, let's go auf 3. 1, 2, 3. Okay, let's go! Ich komme aus Berlin, ich bin gerade nach Köln gezogen. Ich bin Content Creator oder Influencer seit 4 Jahren ungefähr. Mach viel in Richtung Umweltschutz. Ne, wenn ich einen bestimmten Pegel erreiche, dann haue ich immer ab und dann lasse meine Freunde mich suchen. Also das passiert auf jeden Fall öfters. Also vielleicht müsst ihr mich ab und zu suchen. Ja. Gut, dass wir keine Freunde sind, ne? Das war so klar. Ich habe ja so einen Tequila-Tornado gemacht, oder? Als ich nach vorne gegangen bin, der war auch sehr gut. Oh mein Gott.
Okay, und der Tornado hat mich, glaube ich, komplett aus der Bahn geworfen, oder? Ich heiße Ron, ich bin 23 Jahre alt und wer ich bin, vergesse ich auch manchmal, aber ich bin auf jeden Fall Partyunternehmer. Also ich liebe Partys, ich liebe Frauen und ich liebe Spaß haben. Mein Name ist Ron Bielecki, alle Frauen lieben mich und ich bin reich. Ja, das ist es. Ich habe tatsächlich hier ein bisschen zu wenig Wasser zwischendurch getrunken. Dann würde es mir vielleicht besser gehen. Das ist Ron. Ich bin 28. Es stimmt. Ich bin Revi, ich bin 28 und genau, ich mache so mein Ding. Ich glaube, ich bin jemand, der sehr viel gerne mit Leuten redet und sehr viel gerne mit Leuten trinkt. Keine Ahnung, ich bin sehr, sehr kommunikativ, glaube ich, laufe viel rum und irgendwann komme ich halt auf dumme Ideen und dann tue ich mir meistens weh und dann fahre ich nach Hause ins Krankenhaus. Bist du nicht 35? Das stimmt. Sag mal, Akani, halt's Maul jetzt. Das ist kein Witz, wirklich. Ich habe mich schon sehr oft beim Feiern wehgetan. Direkt verliebt. Danke, Tani. Ihr könnt euch jetzt hier an der Bar Drinks nehmen. Ihr könnt euch euren Lieblingscocktail mischen oder was auch immer trinken und dann erstmal kurz ankommen. Wir starten natürlich direkt danach durch mit dem Spiel, aber macht euch erstmal was zu trinken. Direkt nach der Vorstellung ging es ja dann zu den Welcome-Drinks an der Bar mäßig. Und haben erstmal so zusammengesucht, was wir trinken wollen. Ich glaube, ich war einer der Ersten an der Bar. Was ist denn CL? Ich bin schon dabei. Rauchhilfe, was ist CL? Das ist CL. Haben wir nicht, wir haben selbst so einen Messbecher irgendwo. Ich hatte mit Ron da im Hintergrund gerade eine kleine Krisenbesprechung, wie wir es genau angehen. Und ich habe dann Ron an der Stelle auch gesagt, ich möchte als Erster rausfliegen und ich will, dass du kotzt. Und ich sag mal so, schaut einfach weiter. Ich musste erst mal klarkommen, was CL ist. Das ist CL. Wahrscheinlich. Das ist groß, das ist, weiß ich nicht. Oh, 20 Zentiliter. Das sind... Ich würde schon sagen, dass ich sehr gut Cocktails mixen kann. Also, falls du einen möchtest, ich kann dir runtergehen und machen. Ich habe mir direkt Energy Drink geschnappt. So. Ich dachte mir so, wenn ich was mit den... Ja, Ron und ich waren auf jeden Fall schon im Modus, wie man das hier sieht. Die ganze Zeit Energy mit. So. Als allererstes gab es für mich auf jeden Fall erstmal ein Bier. Damit habe ich einen Tornado gezündet. Seid euch bitte alle sehr, sehr bewusst, dass dieser, oh mein Gott, dass dieser Tag sehr verrückt werden wird. Deshalb würde ich einfach mal das Signal geben. Wir haben erstmal alle einen Tornado gezündet, obwohl ich nicht wollte, aber aus Gruppenzwang habe ich mitgemacht. Man sollte eigentlich immer aus Gruppenzwang trinken. Entzündet den Tornado! Wie macht man? Diesen ersten Tornado, als wir den gezündet hatten, war schon bei mir. Wo alle den Tornado am Anfang gemacht haben, habe ich dann den Tornado einfach mit Wasser mit Kohlensäure gemacht. Und es ging dann richtig in die Hose. Gruppenzwang so nice. Digga, schaut sie euch alle an. Digga, die einzigen, die es geschafft haben. Bei mir hat es ja gar nicht geklappt. Ich war dann perfekt. Und ich meine, man muss dazu auch sagen, es war halt auch 9 Uhr morgens, ne? Dann war ich eigentlich auch schon gut angeheitert. Ist halt der Anfang gewesen vom Ende. Ich würde sagen, ich habe taktisch klug getrunken. Also so ein bisschen so. Ich wollte auf der einen Seite unbedingt ordentlich besoffen sein, damit ich irgendwie ordentlich mitvibe. Es ging ja um so ein Vibe. Was eigentlich aber eigentlich nicht so gut ist, weil ich meine, man sollte ja auch ohne Alkohol viben können. Direkt rein. Nein. Gestartet und dann ein bisschen weniger und dann wieder ein bisschen mehr. Auf der anderen Seite wollte ich aber auch nicht abkacken. Weil wenn ich dann, ne, eh klar, wenn ich halt zu viel trinke, dann endlich wie andere Personen in diesem Format. Und hätte man das jetzt einfach so gemacht, wäre das katastrophal geendet, wie zum Beispiel bei einigen anderen. Wer ist das? Ich glaube, das war sogar der Fehler. Ich war irgendwie am Anfang viel zu schnell weg. Dann glaube ich ein paar zu viele Tequila-Shots, also man unterschätzt das, weil man so ein bisschen, aber nee, das kickt. Und dann kam auch, glaube ich, schon das erste Spiel. Flunkyball, beste dann Game. Dann haben wir auf jeden Fall Flunkyball gespielt, weil so heißt das bei uns. Also wirklich, wer Flunkyball dazu sagt, ja, komm. Der hat wirklich die Kontrolle über sein Leben verloren, weil das... Das heißt fucking Flunkyball, Bierball, Alter, Digga, die ganzen Berliner f***en, ey. Das heißt einfach Bierball. Chat, wie heißt es? Ja, ist es sonst Flunkyball? Flunkyball ist doch Bierball, oder nicht? Wie heißt es, Chat? Wie heißt es? Auch eigentlich als Spiel an dem ganzen Tag direkt, das war mega cool, dass das zum Anfang war. Bierpong ist was ganz anderes. Ganze Chat schreibt hier Flunkyball und die Leute, die Bierball schreiben oder Bierpong, die sind lost und kriegen jetzt erstmal hier einen dicken Timeout. Das heißt fucking Flunkyball, Digga. Bierpong ist doch was ganz anderes. Seid ihr lost, Alter? Mag kein Bier, ich möchte kein Bier trinken, ich hasse Bier. Also ich kann gut rennen, das ist Flunkyball. Aber ich trinke halt einfach super langsam. Natürlich mag ich Bierball, also ich mag die ganzen Trinkspiele. Bierpong finde ich auch super. Ich bin echt schlecht in Trinkspielen. Glaube ich, war da noch Halbe Chat weggebannt. Ich war da motiviert, ja. Das habe ich schon oft gespielt,
Das konnte ich auch. So wie ich mich daran erinnere, habe ich das auch, glaube ich, als Erster das Bier leer getrunken. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Der sei es auch vollkommen weggejietet. So, daneben gehen. Komm, Junge! Nimm den Ball mit! 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 Stopp, 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 stopp! Ich dachte, ich werde richtig gut darin sein, aber ich war es dann nicht. Irgendwann trifft man halt nicht mehr oder fällt hin, wenn man losläuft, aber anfangs geht's, glaube ich, noch klar. Und mal ganz kurz, der Ball, der war richtig. Der war lost, das war so beschissen, Mann. Der Ball drüben ist egal, die Flasche muss wieder stehen. Hä? Digga, wirklich, dieser Ball ist so schlecht. Es war überhaupt nicht möglich, mit diesem Ball irgendwas zu treffen, weil der irgendwie so leicht war. Man sollte das, glaube ich, nicht mit Ball spielen. Möchte ich das mal alleine machen lassen? Ball. Nee. Digga, wirklich, hat so genervt. Ja, der Ball ist einfach scheiße. Ich spiele das auch normalerweise nicht mit Ball, sondern eigentlich immer mit einer anderen Flasche. Und dann haben wir das, glaube ich, relativ schnell ausgetauscht. Die haben wir einmal geworfen, dann ist die aufgegangen. Ach, scheiße, ich hasse. Komm rechts. Ich will saufen. Ach so, müssen wir das schon machen? Ach so, nee, die müssen wir. Stopp! Konter, 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 Konter. Ja, ja, ja. Digga, da kommt die Dorfjugend hoch. Stopp! Und ich hab viel zu schnell getrunken. Dann kannst du zu mir kommen. Wie kann man jetzt bei dem Spiel zu schnell trinken? Das ist doch genau das Ziel. Warum trägt ihr eine Wärmedecke? Die habe ich tatsächlich aus der Notunterkunft bekommen. Kindheitserinnerung schreibt einer, Digga, okay? Deine Mom damals während der Schwangerschaft oder was? Hier läuft überbewusster Strafbier. Habe ich auch diskutiert. Die Matrixmantel. Ja, obwohl true. Wir Ron in unserem Team hatten. Ich weiß nur, dass Nathan im Verliererteam war und ich natürlich im Gewinnerteam gewesen bin. Die anderen waren wirklich sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Das Gegnerteam hatte so viel volle Biere. Also wir haben definitiv gewonnen, auch wenn das so nie ausgesprochen wurde. Also unterirdisch schlecht. Das war grauenhaft. Mein Bier war auf jeden Fall leer. Und das ist ja das Wichtige. Auch wenn wir verloren haben, aber ich glaube, deswegen war es gerade so witzig, weil wir waren echt überzeugt zu gewinnen. Alles klar, okay. Und? Zückt eure Handys, es wird abgestimmt. Das heißt eindeutig Bierkrieg. Jetzt reicht's. 2 Wochen Timeout. Anonymes Voting. Das Voting kam so schnell. Wir haben das erste Spiel gespielt und dann kam das Voting. Die Zeit vergeht ja schneller, als man denkt, ne? Es kam mir vor, als wir haben uns gerade vorgestellt, eine Runde gespielt und auf einmal musste einer gehen. Und das war schon ein bisschen so, wow, okay, das passiert schnell. Also ihr müsst dazu kurz erklären, ich weiß nicht, ob sie es drin gelassen haben. Ich habe die ganze Zeit innerhalb der Gruppe gesagt, ich möchte als Erster rausfliegen und nach Hause fahren, weil ich wollte den Vlog halt machen. Aber es kam dann leider doch anders, ja, aber ihr werdet es jetzt ja sehen. Also ich glaube, ich war auch nicht der Einzige. Ich glaube, jeder hatte Angst, dass er als Erstes rausfliegt. Ich glaube, das wäre... Nicht jeder, ich wollte nach Hause. Das war der größte Horror für jeden. Und ich war bei Levin und dachte so, ey, wir können nicht als Erstes rausfliegen. Wir Bro, Bodentennis, ach ja, stimmt, du meinst Tischbowling. Ich dachte ehrlich gesagt, so wo zum ersten Mal so gewotet wurde, dass ich ausgewählt werde. So, weil ich halt der Einzige war, der jetzt nicht so trinkt. Okay. Liebe Kandidaten, liebes Haus, liebe Bewohner. So, wir haben die erste Entscheidung getroffen. Mann, wieso haben die denn rausgeschnitten, dass ich gesagt habe, dass ich rausfliegen will? Traurig, aber notwendig, denn wir haben nicht genug Alkohol für alle. Das Ding ist, folgende Situation. Ich muss euch beide rüber. Vielleicht ist einer von euch involviert in einer Entscheidung. Ich danke euch allen für die unfassbar nice Energie. Es war heftig, es war eine schöne Stunde. Wieso wolltest du raus? Du, ich wollte einfach nach Hause. Ich sag's, wie es ist. Ich wollte mich einfach nicht rotzebesoffen vor der Kamera zeigen. Wir haben viele Gewinner gekürt, wir haben schön angestoßen, wir hatten eine gute Zeit. Nein. Es zerreißt mich. Hätte sich asozialer verhalten müssen. Ja, Mann, ich hätte einfach ich selber gespannt, sein müssen. Wer zuerst rausfliegt? Keiner will erster sein, so. Doch, doch. Ich hatte absolut keine Angst, dass es mich treffen wird am Anfang. 2 Leute müssen nach vorne kommen, denn es ist sehr knapp geworden zwischen den beiden. Und zwar kommt nach vorne. Ich war schon aufgeregt. In den Mantel reingewachsen. Ich würde auch sagen, keine Ahnung. Warum hast du da mitgemacht? Ja, eine Runde wollte ich trinken und dann wollte ich nur noch zugucken. Ihr versteht's nicht, oder? Viele kannten mich vielleicht auch nicht. Revi und Levin. Ja. Oh mein Gott. Danke. Bei Gott, danke schön, danke schön. Ich schwöre, ihr habt meine Gebete erhört. Danke schön. Weißt du nicht, warum welche Levin gewotet haben? Ich gehe davon aus, die haben ihn nicht so richtig kennengelernt. Der ist ein bisschen so ein Schüchterner. Das fand ich sehr schade. Da war es schon so, dass mir ein Stein vom Herzen gefallen ist ein bisschen. Aber gleichzeitig habe ich mich auch total schlecht gefühlt für die. Oh shit, Digga. Ich habe für mich selber gewotet, keine Sorge, Mann. Okay. Habe ich wirklich. Ich habe jedes Mal für mich selber abgestimmt. Als das Voting kam, war ich erstmal erleichtert, dass ich direkt rausgewotet werden soll. Ich habe mich auch vorher dafür stark gemacht, tatsächlich. Revi hatte die ganze Zeit gesagt, der will gehen, der will gehen.
Aber eigentlich dachte ich, ist uns allen klar, der labert wieder nur. Er hat halt so die ganze Zeit geactet, so einer auf, bitte wählt mich raus. Aber ich wollte wirklich raus. Also alle denken, dass ich geactet habe. Ich wollte halt wirklich raus. Aber ich wusste eigentlich, dass er es nicht wollte. Doch, ich wollte es. Und zwar sehr. Ich sag schon mal Folgendes. Wer auch immer jetzt die Party verlassen muss, es ist kein Auf Wiedersehen. Es ist... Hä? Er ist selber betrunken. Hör auf zu trinken und moderier mal ordentlich. Es ist kein Tschüss für immer, es ist ein Auf Wiedersehen. Die erste Person, die Party verlassen muss, und wir werden noch einmal mit dir anstoßen. Levin, du musst die Party leider verlassen. Warum? Ich war sauer. Nehmt euch gerne einmal alle hier einen Shot. Wir stoßen doch einmal an. Guckt euch die Party an, natürlich wollte ich da raus. Wir sehen uns, bei dir ist der erste. Levin, ja, du hast geäxt wie ein Weltmeister. Und da war dann mein Leben auch tatsächlich am Boden. Das ist Levin, hätte ich nicht gedacht. Ich habe auch nicht für ihn gestimmt. Ich fand es absolut schade, dass Levin rausgeworfen wurde. Vor allem, weil ich auch gar nicht die Chance hatte. Wieso bist du hingegangen? Wegen dem Geld. Den kennenzulernen. Also ich kannte ihn vorher nicht. Und deshalb fand ich das total unfair, dass das dann so schnell ging. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass Levin als erstes geht. Also wirklich absolut nicht. Ich war komplett überrascht auf jeden Fall, ja. Nee, der Vibe zwischen Levin und mir war eigentlich immer gut. Also wir kannten uns auch schon davor. Wir haben auch ausgemacht, wir gehen jetzt einfach nächste Woche feiern zu Hause. Ich war so überrascht, also ich hab's halt einfach... Bootshaus Club hat hier ein Revi Ellen in Chat gespammt. Bootshaus, wann macht ihr wieder auf? Ist doch mal Zeit, dass wir quasi jetzt nochmal richtig fett einen reintrinken, oder Bootshaus? Kannst du kurz aufmachen, Tür, ich komm vorbei, einen trinken? Kuss? Einfach nicht verstanden, also ich dachte halt eher, dass ich als erstes rausstehe. Irgendwie habe ich nicht genug Überzeugungsarbeit geleistet. Dann habe ich mir gedacht, okay, eine Runde machst du noch und dann soll das Ding aber auch bitte beendet werden für mich. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe wirklich durchgehend Leute angeschrien, dass sie mich tatsächlich rausschmeißen. Das ist meine Immobilie im Hintergrund, ganz genau. Und ich wollte wirklich unbedingt nach Hause. Ihr glaubt das wirklich nicht, weil ich wollte einfach nicht rotzebesoffen vor der Kamera sein. Einen reintrichtern, Bootshaus, sich mal richtig quasi die Rüstung verbiegen, sich ordentlich den Eimer zerblechen, sich mal ordentlich wirklich den Schädel zertrümmern, mal wirklich einen reinorgeln, sich mal absolut einen reinstellen, sich komplett aus dem Leben scheppen und sich mal richtig, richtig die Motorhaube zerknittern. Lass uns einmal anstoßen. Einmal anstoßen. Danke dir, du kommst noch mal wieder, ich verspreche es dir. Easy. Geht das mit 30 noch? Ich bin 29 und ja, das geht. Danke. Die dachten, du machst umgekehrte Psychologie. Leider ja. Gab's da Bettwanzen? Eine Menge. Ja, ich dachte auf jeden Fall schade so. Ich habe die Stunde noch mitgenommen, die habe ich auf jeden Fall sehr genossen mit allen, aber ich habe es allen anderen gegönnt, jemand muss den Anfang machen. Natürlich, klar. Wie gesagt, alle anderen, die weitergefeiert haben, habe ich noch beobachtet und ich habe es jedem gegönnt, der noch drin war. Ja, ich muss sagen, ich habe Erwin wirklich sehr vermisst auch. Also der hat mir auch sehr gefehlt tatsächlich. Erwin ist jemand gewesen, den ich da auch echt, Chat, können wir ein F für den Bruder haben? Der hat auch wirklich da gefehlt am Ende, ehrlich. Also Erwin. Chat, ich möchte jetzt eine Menge Fs sehen für den Bruder. Okay, mach doch normal, Digga. Geh doch einfach in den Pool. Ja, Mann, schade, Bruder. Wirklich schade. Kann man nicht ändern, ne? Kann man nicht ändern, Alter. Eliminated. Ich hab noch nie mein Arschloch rasiert. Ey, seid mal bitte alle ehrlich so. Ich hab noch nie... Levin, nicht Erwin. ...jemanden aufgrund seines Körpers ausgenutzt. Alle sehr betroffen. So. Scheiße. Wenn es dann strafrechtlich relevant wird, würde ich dann gerne aufhören. Ja, Mann, das war Hausparty X. Wer hat den besten Vibe? Einfach nur noch perfekt. Einfach nur noch perfekt. Wenn ihr Bock habt, das Ganze ist natürlich in der Videobeschreibung auch mal verlinkt. Wir ziehen uns die Tage nochmal eine Folge davon rein. Wir werden uns alle Folgen davon hier im Stream reinziehen. Ihr könnt aufhören, F zu schreiben, Leute. Der Typ ist, der ist ja wirklich meilenweit raus. Der ist ja wirklich schon meilenweit raus. Teil 2 ist noch nicht draußen. Ziehen wir uns rein, wenn das Ganze dann draußen ist. Und an der Stelle, ja, Mann, wie fandet ihr es, Chat? Sagt's mir doch. Hat's euch quasi gefallen? War das irgendwie geil für euch? War das auch, sage ich mal, eine Sache, die euch unterhalten hat? Allerbester, Jutzer, bester, 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 Jutzer, Jutzer, allerbester, bester, bester, Jutzer, 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 bester, bester, allerbester, Jutzer, bester, bester. Kuss geht raus.